Hallo und herzlich willkommen und Moment, falsche Quelle eingestellt. So, besser. Hallo und herzlich willkommen zum FDWLP. Ich war gerade im Neta, wo wir jetzt wie soll ich es aussprechen, die Frugal Bee gezüchtet haben und habe sie mal in diese Kiste gepackt. Zusammen mit ihren Erzeugnissen, nämlich etwas Asche und etwas Parched Pomps. Das ist, was die halt so herstellen. Sorry. Diese Frugal Bees haben wir ja für die Ruby Bees gebraucht. Und ja, an denen würde ich jetzt gerne noch mal kurz arbeiten. Wir brauchen, um genau zu sein, die Austere Bees. Dafür brauchen wir dann Frugal plus Modest. Wo wir Modest haben, habe ich, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Vielleicht hier? Nö. Hier? Nö. Hier? Also wir müssen noch irgendwo welche haben. Das ist sicher. Fragt sich nur, wo. Das ist jetzt ein Problem. Modest. Modest Princess. Oh. Ja, die Princess wollte ich eigentlich nicht verwenden. Modest Drone. Geht doch. Und die dann mit der Frugal Princess. Die werden wir wahrscheinlich eh nie wieder brauchen. Diese frugale Princess. Obwohl. Ich schau mal kurz. Kann man die für irgendetwas gebrauchen? Wir müssen uns überlegen, wir müssen jetzt entweder unsere Frugal Princess aufgeben oder unsere Modest Princess. Entweder muss die Prinzessin frugal sein und die Drohne modest oder die Prinzessin modest und die Drohne frugal. Dann bekommen wir Austere, was wir ja holen wollen, Skeletal und Minium. Minium ist offensichtlich, was die bringt. Was Skeletal bringt, weiß ich nicht so recht. Austere züchten wir ja sowieso. Was bringt denn die Skeletal? Sorry, das wird jetzt kurz dauern, aber das muss ich wissen. Oder ich nehme einfach sowieso die Modus Princess. Ich glaube, das wäre jetzt am besten. Skeletal bringt ausschließlich Skeletal Comps und Baron Comps. Und Skeletal Comps bringen wahrscheinlich irgendwie Knochenmehl oder so. Wollen wir es herausfinden? Was bringen die Skeletal Comps? Nein, nicht das Auditionary. Ja, Knochenmehl. Und sehr wenig Honig und sehr wenig Bienenwachs. Brauchen wir nicht. Ich denke, wir können Frugal Princess mit Modest Drone kommen. Dann muss ich kurz was im Internet nachschauen. Nämlich, Moment, welche wollen wir? Austere. Austere. Was heißt eigentlich Austere? Schau mal kurz. Also Austere heißt ernst, entsagend. Nee, das sind ja. Ich sollte vielleicht nicht auf einer Internetseite suchen, wo jeder frei die Übersetzung eintragen kann. Da steht sowohl entsagend, als auch ernst, als auch herb, als auch streng. Bisschen viele Bedeutungen. Ich will das jetzt aber einfach mal wissen. Was genau ist die Übersetzung? Also Austerity ist die Härte oder Rauheit. Aha. Also die raue Biene oder wie? Naja. This bee can only produce a conditioned specialty only not. Ah, okay. Also diese Austere Bee, die kann in einem Biom mit Temperatur hot oder arid die sogenannte Powdery Comb produzieren. Und die bringt Gunpowder. Brauchen wir nicht.
Das heißt, die Biene an sich ist schon mal nutzlos. Aber die braucht man für viele andere, weshalb wir auf jeden Fall die Osttail nachhaltig produzieren sollten. Also so, dass wir sie dauerhaft immer wieder verwenden können. Die Biene kann. Ach so, das hatten wir schon mal nachgeschaut. Im Nether wollten wir das machen. Da treffen die Bedingungen zu. Also, dann Frugal Princess, Modest Drone. Schauen wir mal kurz, hellisch. Und Ari. Ja, stimmt. Bedingungen stimmen, dann packen wir hier noch Uraniumerz rein. Und ja. Das braucht dann eine Weile. Die Frage ist, was jetzt? Ich schaue einmal kurz in unsere Apiaries. Okay. Die Imperial haben definitiv in ihrem Leben mehr produziert als die Industries. Also die Fast Production Rate macht schon ein wenig was aus. Mit Slower, da produzieren die echt fast gar nichts. Das lohnt sich überhaupt nicht. Weshalb ich mal sage, dass die Industries jetzt auch ein Upgrade bekommen. Die sollen auch mal getuned werden. Fast Productivity, Inoculated. Was steckt denn da gerade drin? High Fertility. Oh, da wollte ich ja die Lapisbienen reintun. Habe ich das noch nicht gemacht? Gut, dann kommen danach die Lapisbienen mit High Fertility in Kontakt. Und danach wahrscheinlich auch noch ein High Production, nee, Fast Production Speed. Ach, werdet fertig. Ah ja, Tatsache, ich habe es hier gestoppt. Das heißt, ich wollte definitiv als nächstes die, ja, Nachkommenrate erhöhen. Komm schon. Mach hin. Ja. Sorry, musst du gerade kurz was nachschauen. Also, dann kommen die und die da rein und bekommen was gespritzt. Was Schönes. Moment, bekommt das Energie? Ja. Dann dringend mal ausschauen. Ah ne, Enabled High, okay. Dann bekommt es keine Energie. Okay, ich weiß, was wir diese Folge machen können. Man merkt vielleicht, dass ich gerade und bisher noch ein wenig planlos war und den Bienenwurm probiert habe. Aber es gibt eine Sache, die wollte ich schon länger mal machen. Und ich wollte mal kurz was nachschauen zu dem Thema. Nein, das Modul gibt es in dieser Version leider noch nicht. Schade. Gut, also nicht so gut. Ich möchte etwas für und von Applied Energy Sticks machen. Sogar mehreres. Zuerst einmal ein Crafting Terminal. Weil das wurde mir vorgeschlagen und ich habe es immer noch nicht gemacht. Wo ist das überhaupt? Da. Eine Storage Cell, ein Access Terminal, zwei Glas, vier. Ja, schlau. Zwei Glas, vier Eisen. Eine Storage Cell, eine Crafting Table. So, jetzt aber. So, das ist eine Art Upgrade.
Und damit bekommt man hier eine kleinere Leiste. Weshalb ich wahrscheinlich bald das Access Terminal daneben packe und tendenziell aufs Access Terminal zugreife. Obwohl, neben dem, was ich machen werde, werden wir das nicht mehr brauchen. Also das Crafting Terminal hat hier halt direkt ein Crafting-Feld. Das heißt, ich kann. Was kann ich? Ich will irgendwas machen, was man rückgängig machen kann. Ja. Ich kann hier ein Eisen reinlegen, Eisennuggets rausnehmen und das Eisen bleibt drin. Denn es ist noch Eisen im Netzwerk. Es wird sich quasi dem Eisen aus dem Netzwerk bedient. So wie ich auch so jetzt hier erstmal die Nuggets aus dem Netzwerk verbrauche. Bis da nichts mehr da ist. Also so kann man halt direkt mit den Sachen im Netzwerk craften und muss dann nicht immer direkt immer vorher zur Werkbank laufen. Das ist halt recht praktisch. So, was ich aber nun eigentlich machen wollte, mir fiel es gerade nur spontan ein, ist etwas, was hier hinkommen wird. Und zwar weiß ich nicht, wie es heißt, aber wir werden jedenfalls zwei Wireless Receiver brauchen. Sorry, bin gerade ziemlich viel am Husten und muss mich dafür immer am besten muten. Diese Wireless Receiver brauchen drei Eisen, einen Stock und eine Fluix-Perle. Eine Fluix-Perle braucht vier Fluix-Dust, vier Fluix-Crystal und eine Ender-Perle. Fluix, machen wir mal 20. Ja, klappt. Super. Dann brauchen wir Fluix-Crystals. Ach, das braucht gar keinen Fluix-Staub. Nita-Quarz, Certus-Quarz und Redstone. Nether-Coins. Certus-Coins. Und Redstone. Und ich glaube, das Rezept sollten wir lieber dem Netzwerk beibringen. Und neue Patterns. Der hat eine schöne Textur bei dem Texture Pack, finde ich. Der Flux Crystal sieht echt cool aus. So, Flux Crystal, Flux Dust. Und dann brauchen wir noch zwei Enderperlen. Zudem 6 Eisen, denn wir brauchen insgesamt 2 von diesen Dingern. Ah ne, halt. Wenn wir das Teil schon haben, dann wollen wir es auch richtig verwenden. Ah ne, so. Stick. Und Iron. Dann haben wir die zwei Wireless Receiver. Damit craften wir dann weiter. Den einen benötigen wir für. Wo ist es? Es ist der Nachteil, wenn alles jetzt neue Texturen hat. Da, ein Wireless Access Point. Da hätte ich drauf kommen sollen, das sind fast die Vanilla-Texturen. Nur etwas abgeändert. Der braucht drei Eisen, vier Eisen, drei Glas, ein Kabel. Ah ja, und man sieht eigentlich spätestens jetzt, was wir machen. Der Name hiervon sagt alles. Wireless Access Point. Also ich finde, das sagt eigentlich alles. So. Dann brauchen wir noch etwas, um darauf zuzugreifen. Denn das ist, wie der Name sagt, ein kabelloser Zugriffspunkt.
Zum Zugreifen darauf benötigen wir ein MUI, das Access Terminal, was mit dem Texture-Pack absolut klobig aussieht. Oh, wir brauchen ein Access Terminal. Und eine Energy Cell. Okay, schwieriger als ich dachte. 4 Fluix Crystals, 4 Eisen. Und was kam in die Mitte? War das ein Glas? Ich glaube schon. Ja. Dann brauchen wir noch ein Access Terminal. Wie macht man das nochmal? Wo macht man das überhaupt? Auf den Terminal, Access Terminal. Conversion Matrix, okay. Nein, kein Stack. So, das und das. Einmal husten und wir haben unser Wireless Access Terminal. Dieses ist aber noch nicht verlinkt. Erstmal eine Verlinkung vornehmen. Das geht, indem man das einfach in den Controller packt. Jetzt ist es verlinkt wieder, wie die Beschreibung verrät. Und jetzt bräuchte es eigentlich Energie, aber aus weil Baum kann es das auch ohne. Wahrscheinlich ist es verbuggt nach dem ersten Crafting. Das Wireless Access Terminal kann per Rechtsklick auf den Wireless Access Point zugreifen, in einem Radius von, ich glaube, 16 Blöcken. Moment, schauen wir mal. Ja, ungefähr. Kommt, glaube ich, hin. Ja. Und dann hat man hier halt Zugriff auf sein Netzwerk aus der Entfernung mit diesem Teil. Das Zugreifen kostet, glaube ich, ein ganz kleines bisschen Strom, aber vor allem das Items raus und reintun kostet, glaube ich, den eigentlichen Strom. Moment, es hat sich aufgeladen. Da stand eben 19.000, jetzt stand da auf einmal 58.000. Wieder 51.000. Ich habe das Gefühl, das Ding ist verbuggt, aber gut. Wird sich schon irgendwann richten, denke ich. Ja, dann könnte man sich denken, ja gut, so toll ist das nicht. Man kann halt aus 16 Block Entfernung drauf zugreifen. Das ist ein bisschen praktisch, aber so toll nun auch wieder nicht. Denkst du, denn man kann das noch boosten mit sogenannten Boostern. Die brauchen einen Certus, einen Redstone und zwei Eisen. Also, und man kann die, glaube ich, bis zu 16 stacken. Und dementsprechend auch in dieser Menge da reinpacken als Booster. Und ich glaube, jeder Booster erhöht das Ganze irgendwie, ich weiß nicht, ob um einen Block oder um, nee, 16 Blöcke definitiv nicht. Vielleicht irgendwie auch zwei Blöcke oder so. Muss ich mal nachschauen. Wie denn? Das ist echt festgeschrieben. Das muss genau so. Gerade das hätte ich erwartet, ein Shapeless Recipe zu sein. Ah nee, es lässt sich weiter stacken. Davon echt einen Stack nehmen. Oh nein, man kann nur 16 reinpacken. Gratulation. Wir haben schon wieder von etwas zu viel gemacht. Und die hier werden wir definitiv nie brauchen. Nie wieder. Naja gut, wenn wir hier irgendwie die Basis irgendwann mal riesig groß machen und der hier dann nicht mehr genug Reichweite hat, können wir dann vielleicht irgendwann woanders noch einen Access Point aufstellen. Naja, jedenfalls sollten wir nun von nahezu jedem Winkel, oder jetzt am Anfang wahrscheinlich an jedem Winkel unserer Basis, auf das Netzwerk zugreifen können. Probieren wir einfach mal kurz ein bisschen rum. Gehen wir mal hier in die Ecke. Ja gut, hier geht garantiert. Und dann schauen wir gleich noch, um wie viel das die Reichweite erhöht. Gehen wir mal da hinten in die Ecke.
Wow, hier geht's nicht mehr. Das enttäuscht mich. Moment, wie viel Strom braucht das? Nee, da steht nur eins. Da steht nicht, wie viel Strom das braucht. Bauen wir es mal ab. Geht ja nichts verloren. 79 und das eben war, glaube ich, 88, oder? Nee, 80. Wow. Das zählt echt nur der eine Block. Das ist gut. Das heißt, eine EU pro Tick für jeden Access Point. Ich denke, den werde ich da lassen, weil er einfach gut aussieht. Dann werde ich vielleicht irgendwann noch da einen hinpacken. Dann noch irgendwo hier unten. Und dann sind wir eigentlich ganz gut versorgt. Hier habe ich noch Zugriff. Hier habe ich keinen Zugriff mehr. Okay. Ja, ganz interessant zu sehen. Jedenfalls haben wir jetzt in den allermeisten Teilen unserer Basis Zugriff auf das Netzwerk. Per simplem Rechtsklick. Und irgendwann können wir dann auch mal komplizierteres machen. Denn vielleicht ist es ja mit Hilfe von anderen Mods und deren Eigenschaften möglich, von überall auf das Netzwerk zuzugreifen. Und ja, dieses vielleicht ist ein definitiv. Es ist möglich, von überall, beliebig weit entfernt, auf das Netzwerk zuzugreifen. Naja, theoretisch nicht beliebig weit entfernt, da das, glaube ich, von der Strommenge abhängt, die das Netzwerk speichern kann. Aber das hält einen kaum auf, weil, naja, ich glaube, so viel Strom braucht es nicht. Und ich möchte jetzt gerne mal was nachschauen. Nämlich glaube ich, also ich habe damit noch nie irgendwas gemacht mit diesen Energy Cells. Ich habe die aber schon öfter mal irgendwo gesehen. Ich glaube, das ist jetzt rein hypothetisch. Wenn man die dem Netzwerk gibt, dann nutzt es die Möglichkeit und packt überflüssigen Strom in diese Energy Cells, die sehr viel Strom speichern. Und auf diesen kann das Netzwerk dann halt bei Bedarf zurückgreifen. Ich glaube, so funktionieren die Dinger. Aber ich habe keine Ahnung. Ich platziere es einfach mal. Okay, so scheinbar nicht. Und dann schaue ich kurz im Internet. Vielleicht geht das auch erst. Geht das echt vielleicht erst in späteren Versionen? Kann ich mir nicht vorstellen. Energy Cell, Applied Energistics. Energy Cell. Das Problem ist, die Applied Energistics Wiki, die hat schon komplett auf Applied Energistics 2 umgestellt. Ah, es gibt sogar noch eine extra Seite für Applied Energistics 1. Es gibt aemod.info und es gibt ae1.aemod.info. Also extra nochmal für Version 1. Okay, das ist schade. Die Energy Cell ist ein Crafting. Eine Crafting-Zutat, um Energie zu speichern und ist nur platzierbar in der Version 14. Ja, erst in späteren Versionen, wie es scheint. In der 1.6 geht es auf jeden Fall. Also da ging es. It is used to craft. Was ist das eigentlich? Das wollte ich schon mal wissen. Ah, okay. Jetzt weiß ich immerhin, was das ME Power Relay ist.
Ich wusste es schon mal, aber ich habe es vergessen. Ja, also mit der Energy Cell können wir leider nichts anfangen in dieser Version. Die bringt so nichts. Das ist schade. Ich dachte, wir hätten jetzt eine neue Spielerei oder so. Nein, leider nicht. Ich habe gehofft, mal was Neues für mich hier zu haben. Aber nein. Natürlich nicht. Wie sehen eigentlich die Zardos-Quarzblöcke aus? Also ich meine so in der Welt. Und wo ist denn das Zardos-Quarz hin? Ja, sieht nicht schlecht aus. Könnte man vielleicht mal als Dekomaterial benutzen. Ansonsten. Ansonsten können wir, glaube ich, nochmal nach den Bienen schauen. Weil wir haben ja noch Zeit. Wie geht's euch? Ihr seid fast fertig. Das ist gut. Naja, gut, ich glaube, eine Minute werden die durchaus noch brauchen. Oder zwei. Oh. Verdammt, ich habe ja was völlig vergessen. Den Strom. Ich habe den Strom vergessen. So, jetzt. Oder? Lädt sich ziemlich langsam auf. Habe ich das Gefühl. Wie sieht es hier eigentlich aus mit den Waben? Ja, einige wieder da. Als erstes packe ich mal die Lapis, kommt da rein. Dann kommen die Rocky, dann die Honey, Drippings, Twinny, irgendwie so. Eigentlich egal. Ich möchte nur schon mal die Lapis-Comps durchhaben, damit wir wieder eine Übersicht haben, wie fucking viel Lapis wir produziert haben. Also, und das Apatit packe ich mal hier in eine der Kisten. Weil wir sonst einfach keinen Platz mehr haben. Ja gut, es dauert auch noch kurz. Schauen wir nochmal in den Nether. Vielleicht sind unsere Bienen jetzt fertig. Und wir haben keinen Honeydrop mehr, fällt mir gerade ein. Den werden wir brauchen. Na, sonderlich viel haben wir ja nicht. Egal, wenn wir das LVRW gleich bald nicht mehr fürs Züchten der Wubibi brauchen, dann können wir das das erste Mal wirklich effizient zum schnellen Produzieren von Dingen benutzen. Och komm, Marine. Okay, die erste Ladung steckt nun in der Prinzessin. Und ist das Lapis fertig? Ja. Lapis. Oh, ich finde das so schön. So viel Lapis frei Haus. Und das ist so gut, weil wir werden auf die Dauer echt so viel Lapis noch brauchen. Wegen Ragtag. Seid ihr fertig? Ernsthaft? Die Leiste ist doch leer, komm schon. Alter, und krass, ohne irgendwelche Beschleuniger haben die einfach mal in einem Lebenszyklus 27 Waben, 29 Waben produziert.
Und Ostel. Ja, Ostel ist doch das, was wir brauchen, oder? Oh, die haben einen tollen Effekt. Ja, wir haben sie. Perfekt. Danke, Aviary, hast mir sehr geholfen. Und dann muss ich noch einmal was nachschauen, weil die haben einen Effekt, der klingt nicht gerade gesund. Ich möchte wissen, was genau dieser Effekt macht. Der Effekt namens. Ah, hier ist die Fugagi. Namens Creeper. Also, die produzieren Powdery Comb. Creeper-Effekt. Effekt. Da sind alle Effekte. Creeper. Causes Ah, okay. Es gibt einen Creeper und einen Creepers-Effekt. Das hier ist zum Glück nur der Creeper-Effekt. Und ja, der sorgt schlicht und einfach dafür, dass der Spieler Explosionen erleiden muss. Also im Spieler werden quasi Explosionen gespawnt, die unterschiedliche Schadensmengen machen können. Also es ist noch nicht mal festgelegt, wie viel Schaden das macht. Und zudem habe ich das so verstanden, dass das sich nicht von der Rüstung beeinflussen lässt. Das heißt, diesem Effekt ist die Rüstung scheißegal. Der macht immer gleich viel Schaden. Und das ist nicht gut. So, und was auch nicht gut ist, das ist, dass wir jetzt erst hier das Fast gemacht haben, statt unseren Lapisbienen das mit dem Nachwuchs gegeben haben, zu haben. Das hat jetzt nämlich eigentlich voll die Priorität, weil wir brauchen genau jetzt die Lapisdrohne. Und die haben wir noch nicht, weil, ja. Weil die Bienen haben ja noch nicht mal mehrere Nachkommen. Von daher kann ich noch gar keine Lapisdrohne entbehren. Wenn ich die jetzt verwende, dann habe ich nur noch eine Prinzessin und kann ich nichts mehr anfangen. Müsste ich mir erstmal eine neue Lapisdrohne züchten und das ist verdammt viel Arbeit. Also, nach diesem einen Vorgang hier packe ich die Prinzessin raus. Tue sie dann erstmal in die Kiste. Synthesize und Purify. Okay, das kommt dann in Synthesize. High Fertility. Und hier in Synthesize kommt mal das rein. Weil davon werde ich definitiv noch mehr brauchen. Von der Fast Production Rate. Joa. Okay, die Lapisbienen werden jetzt leider eine ganze Weile brauchen. Und das, obwohl ich eigentlich jetzt noch weiter aufnehmen wollte. Ich wüsste dann aber nicht, was ich sonst nächste Folge machen sollte, wenn die Bienen noch nicht bereit sind. Naja, ich werde schon was finden. Gut, das war es jetzt jedenfalls mit dieser Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal.